So, moin Manne. Hallo Jens. Moin. Schön, dass du dieses Jahr wieder dabei bist. Uns ist zu Ohren gekommen, dass du ein Gerät testest. Wir sind ganz gespannt, was du uns heute hier mitgebracht hast. Ja, ich habe hier ein ehemals Classic Kiss, so eine alte Mama, sage ich mal, dazu. Da haben wir jetzt eine junge Frau draus gemacht. Und wir haben das Gerät als Explorationsgerät mit besonders großem Kalk und viel Sauerstoff modifiziert. Für einen Freund aus Sardinien, den Toddy, habe ich das gemacht und heute wird das erste Mal getaucht. Ist noch ein bisschen ein Prototyp noch, einige Teile fehlen, aber das Wichtigste ist dran. Man kann hier hinten sehen, zwei Flaschen, beides Sauerstoff, beide Seiten. Die sind beide vorne steckbar an das MAV. Und das Herzstück haben wir hier, ein Kalkbehälter mit 4,7 Kilo Kalk. Das sollte mal 8 bis 10 Stunden reichen. Was ist die ursprüngliche Menge im Standard beim KISS? 3,7 Kilo. Nee, 2,7 Kilo, sorry. Okay, mehr Kalk, andere Zuführung. Was gibt es noch Neues an diesem Gerät? Die lange Platte, die wir hier vorne haben. Dieser typische Toddy-Style-Backplate, wo man direkt die Stages klippen kann, was lang am Rücken anliegt und wo man wirklich viele Stunden mit fahren kann im Wasser. Ohne Beschwerden, Rückenschmerzen oder ähnliches. Und auch zum Scootern ist das natürlich tipptopp. Die Flaschen, obere Flaschenbefestigung hier mit Bungees im Side-Mount-Style. Das ist das Besondere an dem Gerät. Ja, super. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir viel Spaß und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal, wenn du dann rauskommst. Genau. Wie lange wird der Tauchgang dauern? Oh, ich werde nur eine Stunde reingehen. Morgen dann wieder länger. Okay, vielen Dank. Bis dahin. Ja, guten Morgen Martin. Ich sehe, du präparierst dich schon für den ersten Tauchgang. Wie gefällt es denn hier prinzipiell beim Reprise-Reunion und bist du das erste Mal hier? Ich bin das zweite Mal hier. Finde es absolut geil. Geile Sicht im See. Gestern Abend schönes großes Stück Fleisch gehabt. Gut unterhalten können. Einfach klasse. Ja, super. Ihr macht euch ja jetzt fertig für den Tauchgang. Was habt ihr vor? Was ist der Plan für euren Tauchgang? Also wir haben maximal 2 Stunden. Wir wollten rüber zum Rüttler, dann vom Rüttler die Marusan suchen, mal schauen, ob wir sie finden, sprich also zur Apnoe-Plattform und dann die Boje suchen und dann ganz gemütlich austauchen, den Unterwasserwald auf der anderen Seite, den neuen Flieger vielleicht nochmal anschauen, also einfach eine Runde. So, guten Morgen Martin, du bist ja der Tauchpartner vom anderen Martin. Morgen. Morgen. Du tauchst einen Revo, wie ich sehe. Kannst du uns mal kurz ein paar Eckdaten zu diesem Gerät nennen? Eckdaten von dem Gerät, geschlossenes Kreislaufsystem, ne? Überwacht über ein Shearwater. Was gibt es großartig zu sagen? Aschreines Gerät, funktioniert tadellos, CE bis 100 Meter, spitze. Was ist die Kalkmenge bei diesem Gerät? Kalkmenge sind 2,5 Kilo. Okay, habt ihr einen spannenden Tauchgang vor, wie ich das jetzt gehört habe. Bist du schon öfters hier im See gewesen und kennst die Unterwasserwelt hier? Also im See hier war ich schon 3-mal jetzt, war ich schon vor Ort. Das erste Mal aber dieses Jahr am Reprise-Event und zum ersten Mal mit dem Reprise. Ja, das klingt spannend. Da würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und kommt heil nach oben. Danke dir. Danke dir. Wollen wir haben. So, guten Morgen Peter. Morgen. Ich sehe, du bist heute mit dem Gerät da, was ja doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Erzähl uns doch mal, wie lange du den Inspiration schon tauchst. Ich habe das jetzt schon seit 17 Jahren und ich habe es aber damals schon gebraucht gekauft. Okay, du hast mir gerade eben im Vorfeld erzählt, dass du schon mal einmal hier warst. Ja. Wann war das? Mein Kollege, das war ungefähr vor 12 Jahren ungefähr, ja.
Schon lange her, ja. Aber da habe ich es frisch gehabt, so relativ, ja. Und dann sind wir halt mal dahergefahren mit dem Kollegen und haben mal getaucht. Ja. Es war allerdings super, da war fast kein Mensch da. Okay, wie viele Tauchgänge ungefähr hast du schon auf diesem Gerät? Oh, da müsste ich jetzt liegen. Ich schätze mal 700. Ja, das ist eine ganze Menge. Du bist ja heute mit dem Rainer da. Rainer, du tauchst ja ein etwas neueres Gerät, einen SF2. Nenn uns doch mal ein paar Eckdaten zu diesem Kreislaufgerät. Also ich selber tauche jetzt seit anderthalb Jahren, habe vor anderthalb Jahren den Kurs gemacht und bei uns in der Ecke sind sehr viele SF2-Taucher, Freiburg und auch sehr gute Ausbilder. Und so bin ich damals auch drauf gekommen, eher Geräte getaucht. Und letzten Endes ist es dann der SF2 geworden. Was mich fasziniert nach wie vor ist die Einfachheit und dass die meisten Komponenten im Grunde genommen frei am Markt erhältlich sind, keine Sonderteile sind, sondern wirklich, du kannst halt Komponenten, die du oftmals daheim rumliegen hast, einfach auch weiterverwenden. Und das ist das, was mich nach wie vor eigentlich auch am SF2 begeistert, dass er ganz einfach aufgebaut ist. Ihr plant ja jetzt gemeinsam einen Tauchgang. Ja. Wo soll es hingehen? Zum Rüttler runter, also hier schräg rüber, dann unten landlang und dann den ganzen Weg wieder zurück. Ja, okay, dann wünsche ich euch viel Spaß, auch weiterhin bei unserem Treffen und wir sehen uns dann heute Abend. Vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Moin Moin und herzlich willkommen, 9. Repriserie Union 2017. So, wollen wir nicht groß schnacken zum heutigen Abend. Wir werden gleich einen Vortrag haben von Uli zum Thema Tauchmedizin 3.0. Ich freue mich, dass ich hier bin. Der Kampf war groß. Zuerst haben wir uns gar nicht so richtig miteinander e-mailmäßig vertragen, kann ich sagen, weil ich verstand gar nicht, was soll ich jetzt und was will er eigentlich und so weiter. Und dann wurde er immer hartnäckiger. Ich muss sagen, ich habe schon vor weniger und weniger Interessierten geredet, sage ich mal voraus. Das Thema nochmal, ich soll dir was Interessantes bringen. Hier geht es um Menschen ohne Gasblasenbildung, mit Menschen mit hoher Gasblasenbildung. Also es gibt offenbar Unterschiede.
offenbar spielt das Immunsystem eine Rolle bei den Ereignissen, die wir so Deko-Probleme nennen. Dann möchte ich über die dünnste Membran des Körpers sprechen. Das ist eine geniale Konstruktion, die meistens hält, was sie verspricht, gelegentlich aber auch nicht. Und wenn sie nicht hält, was sie verspricht, kann man ziemlich krank werden. Deswegen will ich darüber reden. Und daraus leite ich ab Sicherheitshinweise und Hinweise zum Unfallmanagement in bestimmten Situationen. Sport, Bewegung vor dem Tauchen ist dringend erwünscht, ist nicht verboten. Ein Fitnesszustand allgemeiner Art ist eine gute Sache, um sicher durch das Tauchen zu kommen und um mit diesen ganzen Dingen klarzukommen, die ich erzählt habe. Jeder mag für sich selbst überlegen, hatte ich schon mal solche komischen Symptome? Und dann eben achtet auf die Lunge bei Menschen, die sagen, oder bei euch selber, wenn ihr nach einem Tauchgang husten müsst und ihr habt einen blutig-eisenmäßigen Geschmack im Mund. Das deutet darauf hin, dass es zu einem Lungenödem gekommen ist, wenn man sich nicht auf die Zunge gebissen hat. So, und die letzte Viertelstunde lasse ich logischerweise weg, weil wir müssen ja noch was machen jetzt. Genau. Das war's. So. Ich soll jetzt noch was tun. Ich soll jetzt, der Übergang ist ja genial. Also ich hatte ja von Triathlon gesprochen. Und jetzt soll ich hier vorbitten, Ceres Rabea Schlund. Hallo, wo ist sie denn? Die soll jetzt mal hierher kommen. Ob ich sie kenne, wurde ich gefragt. Ja, muss ich sagen, ja. Sie hat, so macht man das bei Ehrungen bei der Marine. Sie hat, ich kann nicht sagen wann, aber vor kurzem in Hamburg am Triathlon teilgenommen und wurde da 24. der Altersklasse, so wurde mir gesagt. Und mir wurde gesagt, bring was mit, habe ich auch gemacht. Bringe mit ein T-Shirt von Dan, habe ich auch gemacht. Und das ist hier ein super tolles T-Shirt. Was runterfällt, ist nur die. Guck das mal an hier. Was sieht man da? In der Mitte das Logo. Da ist das Wichtigste. Aber dann Delfine, Taucher, Korallen. Also ein Kunstwerk. Und ein Manta, der das Ganze. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Und ich gebe zu. Wir kennen uns ja in der Tat, aber ich habe den Namen nicht drauf gehabt, den Nachnamen. Und deswegen habe ich gesagt, kenne ich nicht. Aber jetzt, wie wir uns kennen. Ja, genau. Okay. Da Uli sehr viel zu tun hat und wir sozusagen ihn natürlich nicht an seiner Tätigkeit hindern wollen, eventuell muss er noch arbeiten am Wochenende, möchte ich jetzt schon vor dem Essen mich bei den Referenten dieses Abends bedanken. So, thank you very much for being here, for your presentation at the lake. It is a great pleasure for me. Yeah, thank you so much. And so the communication is very difficult, you know. So therefore, I ordered an L size, two shirts. And L size is okay. L size is okay. Yeah, okay. Right. Yeah, maybe after the evening. And so so that's a film about the Kreidesee and two shirts from the Kreidesee and also from our event. Thank you very much, Bratislav. I thank you again. Jens is already my friend. I like him. Thank you. Und wen wundert's, Uli kommt mit L natürlich nicht ganz hin. Er hat gesagt, er war im Urlaub gewesen und entsprechend das Ganze in XXL. Ja, super. Zur Not zum Schlafen. Super. Danke, vielen Dank. Vielen Dank nochmal. Thank you so much.